Besten Dank, Dr. Stüber. Besten Dank, das Co-Präsidium der Gruppe. Auch Herr Gleitling haben wir von der Gruppe her. Von unserer, es ist so, dass wir tatsächlich eine Arbeitsgruppe am Laufen haben, aber ich möchte etwas zur Vorgeschichte sagen, weil die ist ja nicht einfach so entstanden. Und bei uns anwesend ist Jens Kästler, er ist Jurist bei uns, letztlich auch in der Telekom-Weiterentwicklung, oder in der Rechtsweiterentwicklung, und ich selber bin Co-Leiter der aktuellen Telekom-Dienste beim Bacom. Die Vorgeschichte hat eigentlich für uns begonnen bereits im Jahre 2010, in dem der Bundesrat ja damals einen Evaluationsbericht gemacht hat zum Fernmeldemarkt, zur Fernmeldesituation, und dann 2012 einen Ergänzungsbericht nachgeschoben hat. Und dort wurde das Thema ein erstes Mal aufgenommen aus Sicht des Bundes, des Bundesrates. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass die Netzbetreiber damals ein sogenanntes Internet mit A- und B-Post einführen. Man hat das einfach konstatiert, gesagt, ja, man stellt fest, dass jetzt das so ist. Man hat auch gesagt, dass Netzneutralität vereinfacht bedeutet, dass alle Daten beim Transport durch das Internet gleich behandelt werden. Das ist die Definition eigentlich. Und man hat die Vorteile des Internets, man hat erwähnt, dass die Vorteile des Internets für Innovation und Meinungsfreiheit auch verloren gehen könnten, wenn die Netzbetreiber nicht mehr alle Daten gleich behandeln. Das war eine Gefahr, die der Bundesrat damals schon sah, als einer der Standpunkte, die es damals auch schon zu beleuchten gab. Und man hat auch gesagt, dass die Netzneutralität wohl in einer kommenden Revision des FMG mindestens geprüft werden soll, also mindestens die Auswirkungen und allenfalls auch ein Regelungsbedarf, so dass es den einen gibt. Man hat aber noch nicht klar sich für oder gegen eine Regelung ausgesprochen, sondern das einfach aufs Tapet gebracht. Man hat auch gesagt, es müsse darüber nachgedacht werden, als mögliche Maßnahmen über eine Informationspflicht oder auch ein Nichtdiskriminierungsgebot für die Netzbetreiber. Das waren die Stoßrichtungen, die der Bundesrat eigentlich angezeigt hat und die auch international natürlich diskutiert wurden und die in dem Sinne auch nicht speziell oder spezifisch jetzt nur für die Schweiz gelten würden. Ihre Gruppe hat vor einem Jahr hier ein Open Hearing durchgeführt. Und damals hat der CEO, der Swisscom Carsten Schlotter, zum Dialog aufgerufen, hat gesagt, das Thema, wenn es denn kommt, sollte fundiert und informiert diskutiert werden, und hat eigentlich angeregt durch Behörden oder den Telekom-Regulator oder geeignete Instanzen, hier einen Dialog zu führen mit den Stakeholdern, um eine informierte Basis zu haben, damit dann wiederum auch die politische Diskussion hier laufen kann. Wir haben dann in Absprache mit dem UBEC zu einer Arbeitsgruppe Netzneutralität eingeladen. Wir verstehen das als relativ offenen Prozess, wo also nicht jetzt wir irgendeine Meinung durchdrücken werden oder planen, sondern wo die verschiedenen Stakeholder im Dialog mindestens jetzt mal bei der Auslegeordnung dessen, was als Netzneutralität verstanden wird und was die Phänomene sind und was auch nur die wirklichen Handlungsansätze sind, sich austauschen, im Wissen, dass man da nicht in alter Miene mit einer Wunderlösung vom Tisch gehen wird, sondern dass man mal den Teppich bereitet für eine Diskussion. Die Gruppe ist mittlerweile 5-mal zusammengekommen und ein 6. Mal steht im nächsten Monat an. Insofern ist der Prozess am Laufen. Wer nimmt alles teil? Wir haben eingeladen Netzbetreiber, Swisscom, Sunrise, Orange, Cablecom, also im Wesentlichen die großen vier. Wir haben eingeladen Verbände, die ASUC, Swiss Cable, ICT Switzerland. Wir haben eingeladen auch Konsumentenschutzorganisationen, jetzt hier die SKS, aber auch große Inhaltsanbieter, die SRG ist am Tisch. Google haben wir eingeladen, die haben abgelehnt. Kleine Inhaltsanbieter haben punktuell eingeladen. Herr Zekri war auch bei uns und hat eine Präsentation gemacht, ist aber nicht ständiges Mitglied der Gruppe. Und wir haben auch Nutzervertreter aus der Internetwelt eingeladen, weil die Internetwelt, die gibt sich ja so auf eine eigene Gouvernance-Struktur, indem sie eigentlich sagt, Internet, das ist nicht nur Staat, das ist nicht nur Wirtschaft, das sind alle, die da irgendwie etwas zu sagen haben. Da gibt es auch Kreise, die kommen
ja, aus der Zivilgesellschaft, die haben etwas zu sagen und etwas zu melden, die haben Wissen und Erfahrung und Meinung. Und da haben wir die Eishockey eingeladen, eine Gruppierung CH Open und eine Gruppierung Digitale Gesellschaft. Zudem haben wir versucht, Institutionen einzuladen, die sich mit der Internetverwaltung, eben mit dieser Gouvernance auch noch im weiteren Sinne auseinandersetzen. Wir selber machen das aus staatlicher Sicht, indem wir bei ICANN dabei sind als Backroom, also unsere Rolle bei der Adressierung. Aber wir haben, wie gesagt, die ISAC ist eben auch bei der Verwaltung tätig und die Switch auch. Dann noch die Wissenschaft der Schlau ist, die auch bei Adressierung. Bernd Lepi ist Vertreter eines Vereins. Genau, Sie sind bei der ISAC hier, also von daher haben wir nicht, aber der Transparenz haben Sie sind auch bei uns, aber als Vertreter einer Interessen. Voilà. Zum Vorgehen. Wir wussten, dass es nicht sehr einfach wird, hier einfach eine salomonische Lösung zu finden, sondern sind der Meinung, man soll alle mal sprechen lassen und alle mal anhören und damit alle auch anhören. Deshalb gab es zuerst auch eine Runde, wo alle Präsentationen gemacht hatten, die das wollten, das waren eigentlich praktisch alle, wo wir auch schriftliche Eingaben gemacht hatten, die dann auch diskutiert wurden. Das war deklaratorisch und die einzelnen Stakeholder sagen, was ihr Standpunkt ist, ihre Herangehensweise und auch Fragen stellen natürlich, die dann auch diskutiert wurden. Das Ziel dieser Gruppe ist, ein erläuternder Bericht, der die Diskussion darstellt, nicht ein normativer Bericht. Wir haben nichts, das hat die Absicht, nämlich das Mandat, normativ irgendeinen Vorschlag für Regulierung oder Nichtregulierung oder Regelung oder Gesetzgebung zu machen, das ist gar nicht die Aufgabe der Gruppe. Das ist Aufgabe anderer Kreise, die aber dann vielleicht den Bericht benutzen können zum Verständnis und zur Einschätzung. Sie haben gesagt, wir geben Ihnen spannende Einsichten in den Stand der Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe ist noch nicht fertig und wir nehmen so ein bisschen eine treuhänderische Rolle wahr, von daher werden wir Ihnen nicht eine Bewertung der Arbeit der Arbeitsgruppe jetzt geben. So viel kann man sagen. Schon die Diskussion unter den Stakeholdern selber erachten wir als Gewinn, weil wir zum ersten Mal diese heterogene Gruppe eigentlich jetzt am Tisch haben und auch das Verständnis für die jeweiligen Standpunkte, so denken wir, etwas zugenommen hat. Es ist ein Tauziehen. Es ist ein Tauziehen, ganz klar, wie das dargestellt worden ist von Herrn Schlaue zwischen diesen verschiedenen Interessen. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht gut und böse in unserer Wahrnehmung, sondern es hat jeder seinen Standpunkt, den er auch legitim einbringt und am Schluss wird man wahrscheinlich vielleicht auch inspiriert durch das, was als Megatrend im Ausland passiert, irgendwie auch zu Lösungen kommen, die dann vielleicht auch kompatibel sind oder die dann diese Interessen, die da dargelegt werden, auch entsprechend berücksichtigen. Natürlich mit einem Swiss-Finish glaube ich nicht, dass wir einfach die EU-Regulierung übernehmen können und weniger eine andere. Die amerikanische schon gar nicht. Die ist so exotisch und die Situation dort ist so anders, dass man sich nicht vergleichen kann. Und wenn wir dann die Diskussion noch darauf eintreten. Wann werden wir fertig? Wir wissen das noch nicht. Wir lassen im Moment den Prozess laufen. Wir sind am Streiten über Formulierungen. Wir werden sicher noch zweimal uns zusammensetzen müssen, jetzt mit dem heutigen Stand auch der Eingaben, vielleicht auch dreimal, und dann werden wir versuchen, diesen Bericht zu veröffentlichen und ihn auch der Diskussion dann zu unterziehen und natürlich auch Ihnen zur Verfügung zu stellen. Das eigentlich unser Votum für den Moment, vielleicht in der Diskussion nochmal.